Bei uns ist Michael Ammermüller, Zweitplatzierter im heutigen VLN-Lauf. Michael, wie hast du das Rennen erlebt? Okay, war ein sehr spannendes Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Wir waren von Anfang an gut dabei, bis zum Schluss, in der letzten Runde waren wir noch Erster und dann leider auf der Döttinger Höhe haben wir zu wenig Topspeed und ist uns dann der Audi vorgefahren. Konnte Jörg leider nichts machen, aber war ein super Rennen von ihm. Vorletzte Runde hat ihn überholt und leider, wie gesagt, dann auf der letzten Gerade ging uns der Topspeed aus und dann sind wir leider nur Zweiter geworden. Aber wir sind zufrieden, Auto läuft gut, haben keine Probleme gehabt. Wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, viele Fans haben sich gefragt, wieso fährt Michael Ammermüller jetzt hier in der VLN? Normalerweise bist du ja sehr bekannt aus dem Porsche Mobilan Supercup im Rahmen der Formel 1. Wie ist es zu deinem Engagement hier in der VLN gekommen? Okay, stimmt, von normal Porsche Supercup. Bin auch kein offizieller Porsche Werksfahrer, aber bei gewissen Rennen gehen denen auch die Fahrer aus und dann haben sie mich gefragt, ob ich einspringen will und dann habe ich gesagt, ja natürlich und ja, vielen Dank an Porsche, dass die mich fahren haben lassen und ja, macht schon richtig Spaß mit Team Mantai und dem Porsche Werksteam hier zu fahren. Für viele Fans, wenn wir jetzt mal wegschauen von der VLN, der Porsche Mobilan Supercup, ein fester Bestandteil des sonntaglichen Formel 1 Rituals. Wie läuft deine Saison aktuell? Okay, am Anfang war es ganz gut. Jetzt die letzten beiden Rennen verliefen nicht perfekt, aber ein paar Punkte verloren, aber bin immer noch Vierter in der Meisterschaft und der Rückstand ist noch nicht so groß, dass man nicht mehr einholen kann. Okay, nächste Woche haben wir das nächste Rennen in Ungarn und wir waren beim Testen dort und die Voraussetzungen sind gut und dann schauen wir mal, dass wir wieder Punkte aufholen. Nach Ungarn geht es dann direkt weiter nach Hockenheim zu deinem Heimspiel. Was erwartest du von dem Hockenheim Grand Prix, nachdem er jetzt nach 2 Jahren Pause wieder dort ist? Okay, Heim Grand Prix ist immer das Schönste mit den ganzen Fans und ja, das macht nochmal extra Spaß, wenn man in Deutschland Rennen hat. Und ja, normalerweise bei den vergangenen Rennen im Porsche Cup und Super Cup war ich immer gut in Hockenheim, deswegen hoffe ich, dass ich auch dort vorne mitfahren kann und ja, vielleicht kann ich dort dann die Meisterschaftsführung übernehmen. Michael Ammermüller, vielen Dank und alles Gute für die weiteren VLN-Rennen, sofern sie stattfinden und natürlich für den Porsche Mobilan Supercup. Vielen Dank, bis bald.